Da sind wir wieder bei einer neuen Runde Battlefield 4. Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Tut mir leid, Miss. Das ist doch alles voll für den Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit links. Was, Wrecker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, das motorisierte Infanterie. Überstanden. Ich glaube, die Arschgesichter starren mich an. Behalte dich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo an. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Kommt doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimische. Oh Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links, das Gebäude ist links. Shit, wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zu Fuß weitergehen. Verstanden. Komm schon, Wrecker. Okay, dann auf. Wir müssen also jetzt die VIPs aus diesem Turm retten. Okay, müssen wahrscheinlich hier durch. Ich kann die Tür nicht aufmachen, also muss es einer meiner Teammates machen. Peg macht das. Peg ist der Spezialist für die Schlösser anscheinend. Auch wenn da, wo er ist, kein Schloss ist. Das Schloss ist ja oben. Aber gut, ich muss das Schloss ja nicht knacken. Aber in Ordnung. Oder ist da was? Das ist kein Schloss. Oder? Ich weiß es nicht. Für mich ist das Schloss oben links. Aber gut. So, wir klettern mal die Leiter hoch. So, da ist das Gebäude, das riesige Gebäude. Und wir haben ja noch dieses Tool vom Anfang, und zwar das Zielfernrohr, damit wir jetzt hier mal ein bisschen uns umschauen können. Da ist anscheinend wohl die Lobby. Oh, fliegt gleich ein Heli über uns rüber. Ja, wir müssen darüber. Nur wie? Weil an denen können wir wohl schlecht vorbeilaufen. Ah, er hat eine Idee. Runter und durch. Ich klettern runter. Wenn die auch unten sind, dann werden wir ihnen wohl folgen. Wir wissen wohl, wo es lang geht. Hoffe ich zumindest. Okay, Pack, dann los. Oder Irish, wer weiß, wo es lang geht. Achso, okay. Anscheinend nehmen wir so eine Art Hintereingang. Wäre auch arschblöd, durch die Vordertür reinzumarschieren. Gut, erreiche die VIPs. Dann werden wir das wohl tun. Gibt es irgendwo eine Treppe oder einen Aufzug? Ein Aufzug, na, wer sagt's denn? Wir holen den Aufzug. Komm schon, Wrecker. Mal sehen, was wir haben. Hier, nimm. UMP-45. Die hatten wir gerade eben schon. Was ist das denn? Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Finde ich. Die VIPs sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt doch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Ja. Du solltest okay. Echt ans Frau. Ja, ich weiß. Es ist nur... Mach die Scheiß-Tür zu! Oh, das sollte wohl nicht passieren. Oh, ich wollte da nicht reinschießen. Ich glaube, wir sind gerade in China
Shit. Das sollte, glaube ich, nicht passieren. Wir kommen nicht raus. Okay, Alternativen. Nein. Aus am Leben bleiben. Wir schauen uns nochmal in der Waffenkiste um. So, und diesmal nehmen wir anstatt der UMP eine Schrotflinte. Und ja, doch, so, das dürfte passen. Das wäre bestimmt in Ordnung. So, kommt Leute. Oder? Wollt ihr weiter? Bleibt halt da stehen, dann gehe ich halt weiter. Ist auch in Ordnung. Machen wir das alleine. Oh, da kommen noch mehr. Drei? Ich sehe drei Stück. Ziele markieren. Erstmal er da oben. Den haben wir auch. Ich glaube, einer ist noch da. Und das war's. Hier ist sauber. Ich gehe weiter hoch. Oh, anscheinend sind wohl noch ein paar Leute da. Wir sind wohl nicht alleine mehr. Nicht hier. Ich die einfach nicht treffe. Komm schon. Tot, tot. So. Ich springe mal über den Tresen. Da oben steht einer. Ich habe ihn aber gesehen. So, komm. Nee, oder? Ey, okay. Dann werfe ich meine Granate halt dahin. Was? Was? Nicht im Ernst, oder? Oh, ich krieg grad hart Schaden. Ja, ich bin tot. Okay. Also. Wir müssen mehr Deckung suchen. So wie im ersten Abschnitt auch. Aber das wissen wir bereits. Und ja. Hier Waffenkiste, genau. Wir wollten die UMP gegen die Schrotflinte austauschen. So. So weit, so gut. Und jetzt gucken wir mal. So. Also bleib wegläuft, man bleibt doch jetzt hier. Was ist los mit dir? Ich kann sagen, hier waren noch zwei. Okay, schieße! Feind eliminiert. Das war ein Headshot. Und nochmal nachladen. Ich gehe mal durchs Gebäude. Oh ja. Wer hat denn da die Granate hingeworfen? So, der ist auch tot. Und wir haben keine Munition mehr. Aber das trifft sich ja ganz gut, dass hier hinten eine Munikiste ist. Eine Munitionskiste, beziehungsweise eine Waffenboxkiste. Wie heißt es? Waffenkiste. Okay. Dann halt so. Und wir gehen nochmal hier dran. Und nehmen uns die, die wir noch brauchen könnten. Und ich glaube, wir arbeiten aber mal ein bisschen mehr mit der Schrotflinte. Oh. Okay, ich habe ihn gar nicht so wirklich wahrgenommen. Das ist Granate. Acht auf den Balkon. Ich bin auf dem Balkon. Oh, die wollen anscheinend nicht, dass wir hier reinkommen. Die sind ein bisschen unfreundlich. Du bist bereit, ja, dann lauf. Ich hab gerade einen gesehen.
So. Mal Kugeln nachladen. Ey, von wo denn? Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen regenerieren. Weil wenn wir das nicht tun, sind wir binnen Sekunden tot. Na komm, dich kriege ich aber. Ja, der wirft schon wieder mit einer Granate. Was ist denn los mit ihm? Werf doch nicht Granate, schieß doch einfach. Werf doch nicht Granate. Werf doch keine Granate. Oh! Da ist ja eine Wand, wo man durchschießen kann. Nachladen und boom. Tschüss. Ach, das ist er. Er hatte gerade irgendwie das Verlangen, ihn anzuschießen. Er wirft schon eine Blend. Dein Ernst. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Na komm. Der da. Der muss weg. So. Und der ist auch tot. Hier ist noch eine Waffenkiste. Und wir nehmen mal die Ska oder die hier. Wir nehmen mal die hier mit. Auf in die VIP-Lounge. Oh, hier ist eine Gadget-Tasche. Ja, nice. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir gleich mal dabei sind, planten wir mal ein paar Claymores. Weil während der da wartet, kriegen wir bestimmt noch Besuch. Da könnte ich vieles drauf verwetten. Ja klar habe ich Claymores dabei. Die sind sogar schon gelegt. So, jetzt habe ich keine mehr. Wir machen das mal drauf. Suchen uns hier oben ein bisschen Deckung und gleich sollte die Party abgehen. Ich bin in Position. Los geht's. Und nicht. Da war einer. Der ist weg. Da ist noch einer. Da hinten in die Ecke schmeiße ich mal eine. War's das? Oder kommen da noch ein paar? Da ist, sind so, glaube ich, noch welche. So, Kopftreffer. Headshot. Oh, oh. Kann ich den abschießen? Na, komm mal her. Flieg mal an der Seite vorbei. Fast es aber nicht ganz. Also komm, mach. Mach hin. Da war einer, der ist durch meine Claymore gelaufen und ich brauche Muni, deswegen muss ich runter. Einmal hier bitte. So. Der 31 Schuss, ja. Ist ganz wichtig. Danke für die Flash. Das ist eine Trophäe verdient. Der Tod. GG auf jeden Fall. Dafür würde ich meine Gegner nicht flächen. Ich will so einen hohen Preis. Ohne Spaß. Du haust auch ab. So. Bist du bald mal fertig, Pack? Ja, er braucht noch seine Zeit. Er ist so ein gemütlicher Typ. Ja. Also, passiert da jetzt noch was oder was? Ist da los? Hallo? Kann ich hier runterspringen? Das habt ihr nicht gesehen. Ich glaube, das muss ich rauscutten. Das geht gar nicht. Wenn ich jetzt wieder von vorne anfangen muss, keine Ahnung, dann fresse ich mein Handy oder so. Irgendwas. Noch zum Glück. Nicht ganz. Er hat noch nicht mal angefangen, das Ding aufzumachen. Oh, okay.
Ja, wahrscheinlich. Ist in Ordnung. Haben wir schon die Claymore ausgerüstet? Haben wir noch nicht, ne? Oder darf ich so? Danke. Macht Pack jetzt endlich mal was? Hier kommt noch eine hin und das war's. Ja, okay, dann auf geht's. Pack, machst du jetzt mal was? Was ist dein Problem? Jetzt mach doch mal! Junge! Auf geht's! Okay, irgendwie ist das gerade ein bisschen verbuggt. Er läuft und er auch. Was ist denn jetzt los mit euch? Oder ist da unten irgendwo einer? Das verstehe ich jetzt gerade ohne Spaß nicht. Neustart Checkpoint. Ja, geht doch. Klemo ausrüsten. Und da kommt auch schon der Heli. Wahrlich nicht. Ja. Natürlich habe ich Claymores dabei. Hallo? Achso, ich hänge ja an dem Ding fest. Lol. Okay, dann, die können ruhig kommen von mir aus. Also. Geht in Position! Ich bin in Position, also mach weiter. Angriff. Mach schneller als du kannst, bitte. Wir wissen jetzt, dass wir aus diesem Fenster nicht rausspringen sollten. Definitiv nicht. Das ist ganz und gar nicht gut. Ganz und gar nicht. Ich nach, ach so, ja, nice. Ich muss nur in die Nähe dieser Kiste gehen. Lol, okay, das ist mir noch nicht aufgefallen. Kill. Kill. Geh. Na komm, so. Ja, die sind dann wohl tot. Ja, wo sind denn alle? Ich sollte noch mal in die Nähe dieser Kiste laufen, damit ich noch mal alles schön nachladen kann. Da noch welche? Alter, wie lange brauchst du einfach dieses Schloss ohne Spaß? Kommen noch endlich mal welche? Hallo? Ja, sie haben irgendwie keinen Bock. Ich weiß nicht. Okay, wenn ihr nicht hochkommen wollt, komme ich runter.
Meins ist tot. Lol, da war nur noch einer. Euer verdammter Ernst. Ich dachte schon, der braucht noch länger. Oh, Kinderspiel. Ja, so lange wie du brauchst, das auf jeden Fall. Okay, komm, Pack. Irish ist auch irgendwo da unten noch. Genau hier müsste eine Treppe sein. Ja, ist es ja auch. Oder bist du blind? Ich weiß nicht. Kommt endlich hoch, Mann. Das müsste die Etage sein, wo die VIPs sind. Oh. Seid spät dran. Es dauert halt, sich durch einen Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämpft. Warum habe ich wohl den Raum gewechselt? Wenn du rumlaufen kannst, wofür brauchst du uns dann, Kovic? Über den Gang kommt man leichter als über die Straße. Rein hier. Okay. Ich bin drin. Komm schon, Becker. Wo ist der Wagen? Wie könnte ich auf die Straße? Überall ist das Militär. Oh, das ist ja großartig. Wer sind die VIPs? Sehr wichtige Leute. Eine wichtige Frau und ihr Mann. Wir holen sie an einem Stück raus. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin Hannah. Das ist mein Mann. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, Sir. Verzeihung, Mann. Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Mein Mann ist verletzt. Er braucht Ruhe. Negativ. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich habe Helis auf dem Dach gesehen. Wir müssen jetzt los. Dann gehen wir rauf. Aber ich würde sagen, bevor wir raufgehen, mache ich einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann würde ich sagen, Like da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.